Oh, hier. Ellen ist aufgewacht. Scratch stoppte mich, bevor ich das Manuskript fertig bearbeite. Boah, ich höre das doppelt, das nervt mich. Ihr aber nicht, ne? Die Erinnerung an meine Änderungen verblasste. Es wäre schrecklich, wenn das Manuskript wahr würde. Scratch war im Parliament Tower. Ruinierte meine Arbeit. Ja. Er könnte die Geschichte zur Flucht nutzen. Alice jagt. Das ist nix. Das ist auch nix. Ja, hier, Mela, du hast ein paar Dinger verpasst. Man kann hier... Ich lass mal ausreden. Ging schnell. Wenn man hier sich in verschiedenen Szenen bewegt, dann kann man die umschreiben. Und zwar unten mit den... Oh, ist gerade verschwommen. Mit den Storys quasi. Der Teufel, dann sieht es aus wie in der Hölle in diesen Räumen. Verflucht, da geht es dann um das Ritual, ne, von den Bösen. Ist auch ziemlich übel, alles verwüstet und kaputt. Höhepunkt ist nicht das, was ich gedacht habe. Ist einfach relativ normal. Und Vorabritual ist dann halt, jo, bevor das Ritual aufgebaut wird. Ist ziemlich cool gemacht tatsächlich. So, mal kurz gucken. Oh, da war schon wieder so viel eingesammelt hier. Komm, mach ihn weg. Weg. Will doch keiner. Musik. Alter, haben wir Musik eingesammelt. Alter, aber echt. Wir sind schon ziemlich weit, ne? Muss ich da jetzt wieder rein? Was wollt ihr denn von mir? Schreibe. Okay. Schreibst du? Was schreibt man? Red Room. Zane sagte, wir hätten Return gemeinsam erarbeitet. Das war eine Lüge. Return ist von Scratch. Fünf Bildschirme. Oh, ich habe mir vom Peter. Er hatte mich zu Tatorten geführt. Ich brauchte einen neuen, um zum Parliament Tower zurückzukehren. Dienstag habe ich mir einen Monitor mitgenommen. Die haben oben Hardware zu verschenken, ne? Alte Hardware. Und da war dann ein geiler Monitor dabei. 24 Zoll Samsung, wo ich dann hochkant drehen kann. Der kommt hinten an Simric, dass ich da dann OBS habe und Chat und so weiter. Und über den Fernseher dann zocken kann. Und dann können wir endlich mal wieder mit dem Lenkrad fahren. Aber wie geil. Ich hab einfach mal eine E-Mail geschrieben, hab ihn gefragt, hey, hast du zufällig noch einen Monitor? Und dann, ja, ist bekannt, ich habe alles Mögliche, komm mal hoch. Alter, Schlaraffenland da oben. Also, jede Menge Zeug, was du mitnehmen kannst. Und gute Monitore, also. Respekt. Warum ist denn hier Wasser im Studio? Was ist hier denn los? Willst du auch gerne nehmen? Na dann komm her, auf nach Ludwigshafen. Oh, das gefährliche Nachtvolk, Zeus. Oh, oh, oh. Ja, der Nachteil daran, dass ich den Codec jetzt umgestellt habe, ne, beim Aufnehmen, ist halt, dass die Dateigröße größer wird. Ne, mit dem AV1, ne, der neueste Codec, da habe ich in den 2 Stunden, wo ich dann stream, hatte ich eine Videodatei in höchstmöglicher Qualität, verlustfreie Aufnahme, sowas, also raus mit der von 3,8 GB. Das ist nichts. Auf dem alten PC, ne, da musste ich ja alles runterschrauben und... Da habe ich dann, wenn ich so eine halbe Stunde Video von Forza zum Beispiel geschnitten habe, da war diese halbe Stunde, war schon 18 Gigabyte. Oh, so weit würde ich nicht gehen. Das ist halt jetzt der kleine Nachteil, aber wenn es läuft, why not? Zeus ist der Killer. Der, oh, wie hieß er? Sie haben so viel Glück, wissen Sie? Boah. So viele Menschen stehen hinter Ihnen. Der berühmte Killer im Wilden Westen. Ich selbst. Ah. Ihre Frau. Also nicht Hessie James, sondern... Alles.
Killer mit hoher Ehre. Oh, wie hieß der denn? So ist es. Irgendwie kleiner Junge oder so in Englisch. Dasselbe gilt für jemanden, den sie mit reingezogen haben. Oh, hab's vergessen. Ey, ich hab so viel vergessen. Mela. Ich vorhin, musste noch in die Stadt hoch, ne, hab noch ein Paket geholt. War dann noch was essen nebendran beim Dönermann meines Vertrauens. Heute ist ja Dönerstag. Und dann bin ich an die Tanke gefahren. Sterne Zapfsäule und denk, Alter, fahr ich Diesel, fahr ich Benziner? Ich dachte, ich war schon ewig nicht mehr tanken, ne? Und dann habe ich mir gedacht, ah ja klar, super brauche ich. Super getankt, gehe in die Tanke, um noch was zu trinken und ein bisschen Tabak. Und steck meine EC-Karte rein, habe die PIN vergessen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass es die PIN war. Ich tippe die PIN ein, falscher PIN. Ich so, oh fuck. Ganz wie sie meinen. Da habe ich sie ein bisschen umgewandelt, tippe sie ein. Wieder falsch, oh. Und die Dame an der Kasse schon. Oh, jetzt pass aber auf, jetzt nicht nochmal, sonst ist die Karte gesperrt. Ich, ja, ich weiß. Aber mir ist mir eingefallen, ich hab's im Handy, hab ich sie gespeichert. Und es waren die richtigen Zahlen, nur in der falschen Reihenfolge. Und das Schlimme ist, dass dieser PIN ist auch der PIN, um mein Handy zu entsperren. Das heißt, ich benutze den am Tag 10, 15 Mal. Und irgendwie, ich war voll durch den Wind. Ja, heute hat es nicht an dir gelegen. Heute nicht. Heute nicht, nee. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Völlig neben der Kappe irgendwie. Aber krass. Es war mir dann auch schon peinlich. Ich meine, eine nette Kollegin, ne, da kommen wir auch öfter mal ins Gespräch oder hin und wieder mal ins Gespräch, aber das war's dann halt auch. So, oh, da ist zu, ne? Okay, müssen wir wieder nach hinten. So, mit der fetten Schrotflinte. Ehrlich, ja? Das ist krass. Also, ich denke mir dann halt, jo, ich bin jetzt 10 Jahre Diesel gefahren und habe jetzt seit einem Jahr den Diesel nicht mehr, bin aber in der Zeit ein Smart gefahren, ne, als Leihwagen. Dann bin ich den Peugeot 207 CC gefahren für ein paar Monate und jetzt den Hyundai i30. Oh, ich bin völlig durcheinander. Alle Stroh im Hirn, genau. Oh, 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 oh. Oh, fuck. Oh, das gibt wieder ein Geballer. Aber hoffentlich wieder geile Musik. Das war ja geil, das Musikvideo. Mela, das hast du verpasst. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann das auf YouTube kommt. Also diesen Monat noch auf jeden Fall. Ich habe bis 28. Februar habe ich schon die Videos hochgeladen. Das musst du dir angucken. Alan Wake spielt in einem Musikvideo mit. Und er auch. Und ja, so die Band halt, ne? Old Gods of Asgard. Sehr lustig gemacht. Sehr cool. Das war geil. Da fehlt auch ein Stück, weil da wieder OBS abgestürzt ist. Aber ein großer Teil davon ist noch zu sehen. Ja, von dem Level, wo ich durch das Musikvideo durchlaufe. Und am Ende kommt dann das Musikvideo und das sieht man komplett. Oh, fuck. Wieso habe ich nur eine Batterie? Okay. Das war ja der Code für die Tür, ne? Aber der hat sich jetzt nicht verändert. Alter, verpiss dich. Da war er wieder. Oh, ich hab schon wieder Schiss.
Die braune Schlange steckt schon wieder ihren Kopf raus und schreibt meinen Namen in die Hose. Wenn ich eine Hose anhätte. Ja, das hatten wir doch schon mit der falschen Übersetzung. Okay. Dann gehen wir einfach durch. Dann gehen wir einfach mal durch. Oh Mann, ey. Loot? Gibt's keinen, ne? Ne, ausgelootet. Eieieiei. Tja, Wet Floor. Jetzt passt das Schild. Als wir das erste Mal da drin waren, war es ja nicht so nass. Oh. Da, lass mich. Halt die Fresse. Ja. Ja, ich komm. Und zumachen. Knapp, Tom. Weiter, sagte die Oma im Schnee. Wenn die Panik am größten ist, ist die Hilfe nicht mehr weit. Genau. Thor war diesmal nicht froh, mich zu sehen. Das ist schon Level 9, ne? Von Level 7 von Elden Wake. Hat ja nur 9 Level. Da müssen wir bei Saga, sind wir glaube ich auch bei also Kapitel 7. So wie mir. Verdammt nochmal, das wär's doch. Welche Filme? Ich liebe deine Meisterwerke. Tom der Dichter ist mein Lieblingswerk. Ehrlich? Kuckucksklan als Easter Egg? Wie früher bei der Müller-Milch-Werbung. Der Kuhglocksklan. Gegen den hat Michi Müller ist gekämpft. An dem Gerücht etwas dran? Ich muss zurück in meine Wohnung. Können Sie mir helfen? Gut geplant ist halb erledigt. Du hast mich gebeten, nicht... Wie ging noch mal das Wort für Fotos? Lichtbilder. Die Bilder, die deine künstlerisch begabte Frau aufnahm. Die sind in einem Schuhkarton im Keller. Ah. Was du zurücklässt, wartet auf dich vor dir. Okay. Danke, Adi. Rennen die da dann auch mit weißen Mützen rum oder so? Weißen Roben? Brennende Kreuze? Die Mutigen essen ihre Erbsensuppe. Meine Suppe esse ich nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Sie haben immer Pech, wenn man sie findet. Das ist lustig. Das ist dann lustig. Ach, hier sind wir wieder. Ah, ganz anderer Weg. Komm, dann. Licht an. Tudum. Überall Wasser. Wasser, wohin das Auge reicht. Und die Mauer ist weg. Jawollo. Was soll ich denn machen überhaupt? Achso, der Schuhkarton im Keller. Wo war der denn? Ja, da unten. Dann durch den Zaun. Und dann je nachdem, ob es Licht an ist, links rum oder rechts rum durch die Mauer. Ich finde genau. Alles ist Fotos in einem Schuhkarton. Ja. Aber den Zaun weg. Tadam. Da hatte ich jetzt aber Glück, dass ich da nicht gestanden habe. Sonst wäre der Amp in mich gespawnt. Klingt irgendwie komisch. War das da? Oh, Grusel, Grusel.
Nee, da war es nicht. Da war der Schweinekopf. Da hinten. So, Licht an. Tadam. Da ist mein Schuhkarton. Sind das wieder für Geräusche? Ah ja. Das waren Alice Fotos. Ich erkannte den Stil. Eines zeigte, wie der Klicker. Ja, den Serienkiller, den habe ich auch schon gejagt. Da ist doch gleich am Anfang im Sheriffsbüro kriegt man doch so ein wie eine Sidequest halt, ne, dass man den jagen kann, wo man dann den Canyon hochgeht hinten und dann den Fluss entlang, den jagt und so. Und dann verschwindet er wieder. Ich meine, das war das, ja. Fliehe aus dem Talkshow-Studio. Na, das ist doch mal eine Idee. Warum kann ich hier nicht speichern? Na komm. Geh mal wieder. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt nicht so einfach wird. Da. Das Licht lockt die halt an, ne? Das ist halt immer ein bisschen doofig. Skinner Brothers, das weiß ich jetzt nicht mehr. Grottemölch, einen wunderschönen guten Abend. Ja, alles gut soweit. Und bei dir? Brauchst mir nichts zu zeigen. Muss nur aus dem Weg gehen. Oh Gott, ich renn mal durch. Wow. Ha, ha, ha. Bist gar nicht am Stream heute. Doch. Teufel. Oh, jetzt geht's wieder. Ja, also ich habe mir gestern die Logdateien angeguckt, ne, von OBS. Und aus irgendeinem Grund blockiert ein Sicherheitsprotokoll so verschiedene Quellen, die ich da eingebunden habe. Unter anderem halt auch diese Animationen und von meinem Merch-Shop die Werbung. Und noch irgendein Alert. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind. Oh, Grippe. Grippe, übel. Ey, was da rumgegangen ist, ne? Oder was da gerade rumgeht. Ich habe auch, ich habe 2 Wochen flach gelegen jetzt, ne? Bis vor einer Woche. Nee, schon länger. Bis vor 2 Wochen ungefähr. 3 Tage lang Fieber. 3 Kilo abgenommen in der Zeit. Was ich dann direkt... Oh, habt ihr das gehört? Alter. Ach du Scheiße. Ja, und hab das dann als Ansporn genommen, um noch ein bisschen weiter abzunehmen. Eine App runtergeladen zum Kalorienzählen und solche Dinge. Und hab schon 2 weitere Kilo abgenommen. Jetzt gerade diese Woche wieder 1 Kilo mehr, weil ich weiß nicht. Also, was da abgeht in der Firma, wo ich arbeite. Da ist in der Küche ist ein großer Tisch, ne, wo dann immer... Sachen hingestellt werden zum Mitnehmen oder zum Bedienen und so weiter. Also ich glaube, allein diese Woche stand da 2-mal Kuchen, ne, also mehrere Kuchen. Und gestern, war das gestern, Siki? Oder vorgestern? Da hatte jemand Geburtstag, der wohl schon Rentner ist.
Und aufgetischt ohne Ende. Das waren zwei komplette Pizza-Fleischkäse, ein normaler Fleischkäse, ein Rinderfleischkäse, vegane Frikadellen, fünf verschiedene Salate, Unmengen an Brötchen und was, Börek oder wie das heißt, keine Ahnung. Und boah, ich kann das gar nicht sagen. So viel. Also wir haben zwei Tage lang haben wir da dran gegessen, weil wir sind nicht so viele Mitarbeiter und haben vielleicht die Hälfte geschafft. Den Rest musste dann leider entsorgen. Abartig. Ja, und also eigentlich geht das schon seit zwei Wochen so, dass ständig irgendwas spawnt auf diesem Tisch. Und das ist einfach krank. Ich reiß mich ja schon zusammen, ne? Aber jo, ein Kilo habe ich dann jetzt doch wieder zugenommen. Aber ja. Ja, genau, der Schweinehund. Der fucking Schweinehund. Ja, also, ich hatte auch schon mal 30 Kilo mehr. Das ist schon ein paar Jahre her, aber die hatte ich. Ich habe da schon so ein bisschen Erfahrung, sage ich mal. Aber irgendwann geht es nicht mehr weiter, ne? Dann stagniert es und dann verliere ich dann auch die Lust. Na, ich habe schon einige Diäten gemacht, wo ich sehr erfolgreich abgenommen habe und auf einmal hört es auf. Und das ist halt blöd. Also es demotiviert dann halt. Aber jetzt, das ist jetzt ganz gemütlich, ohne Verzicht auf irgendwas. Einfach nur ein bisschen drauf achten, dass man nicht so große Mengen isst. Und dann kann man ganz langsam abnehmen. Was auch viel gesünder ist und viel besser. Wieder schneller abnehmen. Von daher, ich bin guter Dinge bisher. Oh, ich weiß gar nicht mehr, Rick. Ich habe doch schon lange nicht mehr reingeguckt. Ich weiß gar nicht, wird das oben im Chat angezeigt? Da müsste so, wie so Pokale sein oder so Treppchen. Da müsste drinstehen, wer... Oder ist das auf der Kanalseite? Ich kann das gerade nicht sagen. Oh, Licht. Geht der Watchtime-Befehl nicht? Den hast du doch mal ausprobiert, ne, Maverick? Am besten hat es bei mir mit Kalorienzählen funktioniert, dazu dreimal die Woche Boxtraining, wenn ich fit bin. Und seitdem läuft es bei mir mit Fitness und Gewicht. Ja, auf jeden Fall. Kalorienzählen, top. Und zu der Zeit, wo ich Diät gemacht habe, habe ich noch Bodybuilding gemacht. Das heißt, ich habe sehr gut Fett abgenommen, habe sehr gut Muskeln zugenommen. Also da gibt es kranke Bilder, wirklich kranke Bilder. Ja, das geht fantastisch. Ich habe auch mal eine DNA-Analyse machen lassen, ne? Ein Metatest heißt das. War schweineteuer, aber da konnten die halt... Was ist denn hier los? Aber da konnten die dann halt genau mein Stoffwechsel definieren. Und seitdem weiß ich halt ganz genau, worauf ich achten muss bei der Ernährung. Und das ist ziemlich cool. So, Watchtime. 9 von 72. Ein Tag, 5 Stunden. Nur? Ja, ne, Stream Elements ist kaputt. Ah, bist noch die Nummer 1, ja? Ich weiß nicht, was da los ist. So viele Dinge, wo aktuell nicht funktionieren. Sei es von Stream Elements, sei es von Tippy, sei es von, wie heißt? Was weiß ich. Viele Dinge halt.
irgendwas stimmt da nicht.